Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Bleed und No Bleed. Wie ihr im Endeffekt Bleed nutzen könnt, um wirklich endgeile Manuskripte herzustellen, die sich von der Konkurrenz super abheben. Die wenigsten checken eigentlich, wie Bleed funktioniert. Eigentlich ist es relativ einfach und das werde ich auch in diesem Video zeigen. Wenn ihr mit KDP noch richtig Gas geben wollt, jetzt 2020 gibt es den ganzen Jänner noch den Community Sale, meine KDP Masterclass zum vergünstigten Preis und zusätzlich habe ich jetzt noch 50 Mandalas auch zum Community Discount auf Gumroad zur Verfügung. Die Links gibt es in der Beschreibung. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reden wir über Bleed. Und ich meine nicht, dass man blutet oder sowas, sondern Bleed und No Bleed beim Publishen. Was ist es im Endeffekt? Im Endeffekt ist No Bleed, ist, wenn man sozusagen einen gewissen Bereich hat, wo man das Buch designen kann und einen weißen Rand rundum hat. Und No Bleed ist, ja, man druckt sozusagen das ganze Buch bis zum Rand. Man kann theoretisch ein komplett schwarzes Buch machen, das wirklich bis zum Rand gedruckt ist. Wie das funktioniert, werden wir uns in diesem Video anschauen. Nummer 1 müssen wir mal wissen, welches Format das Buch haben soll, das was wir im Endeffekt publishen wollen. Und da könnt ihr hier einfach bei eurem Dashboard hier auf Hilfe gehen und dann rechts unten bei Taschenbuch Manuskriptvorlagen scrollt ihr hier runter und dann seht ihr hier die unterstützten Formate. Wenn ihr das Ganze ohne Beschnitt machen wollt, dann habt ihr hier die Standardwerte, zum Beispiel ich publish hauptsächlich im A4 Format, das wäre dann 8,5 x 11 Zoll und das wäre dann ohne Bleed, also ohne Beschnitt. Und wenn ihr das Ganze mit Beschnitt machen wollt, dann müsst ihr euch an diese Werte hier drüben halten, das heißt 8,625 x 11,25. Jetzt gehen wir mal rein in InDesign und jetzt werde ich euch das zeigen, wie das eigentlich relativ einfach funktioniert. Wir stellen uns hier eine neue Datei und gehen hier auf Zoll und das Einzige, was wir machen müssen, ist, statt dass wir hier 8,5 Zoll mal 11 Zoll eingeben, geben wir eben diese Werte hier ein, 8,625 und 11,25 Zoll. Genau, den Spaltenabstand lasse ich generell gleich, 0,1667 und die Ränder sind bei mir immer oben, unten und außen 0,375 Zoll und 0,5 Zoll innen. Ja, weil innen wird das Buch geklebt, da braucht man ein bisschen mehr Spiel. Sind nicht die Standardwerte, allerdings ich fahre mit denen seit 7 Monaten so und ist eigentlich immer, hat immer gut funktioniert. Jetzt machen wir das ganze Projekt einmal auf und jetzt sind generell die Blätter sozusagen ein wenig größer. Genau. Was ich jetzt immer mache, ist folgendes: Ich ziehe mir hier mal eins ohne runter, also hier haben wir unsere Masterseiten und hier haben wir ohne. Die wir dann frei gestalten können und dann wähle diese zwei hier aus und lösche das weg. Dann habe ich hier eine ohne und ziehe mir hier zwei Masterseiten runter. Genau. Und dann arbeite ich eigentlich hauptsächlich auf den Masterseiten. Was wir jetzt machen können ist folgendes: Wenn wir jetzt halt No Bleed hätten, dann dürften wir mit unseren Designs, egal was es ist, nicht aus diesem Grenzbereich sozusagen rauskommen. Bei Bleed ist es ganz was anderes, denn die ganzen Sachen, was ihr hier auf den Blättern raufklatscht, werden wirklich bis zum Rand gedruckt und nur ein kleiner Teil wird abgeschnitten. Das heißt, ihr habt hier die designerische Freiheit, wie ihr das Ganze handeln wollt. Ihr könnt sogar ein Bild zum Beispiel über zwei Seiten drucken, als Hintergrundbild sozusagen, dass ihr dann komplett runterzieht in euren ganzen Manuskript. Ich werde euch auch zeigen, wie das eigentlich relativ einfach zum Lösen ist mit unseren Masterseiten da oben. So, was ich jetzt generell mache, ist folgendes: Ich gehe jetzt in die Masterseiten hinein und dann mache ich hier meistens Seitenzahlen. Habe ich auch im InDesign Tutorial gezeigt. Jetzt machen wir es einmal ganz schnell. Das heißt, ich ziehe hier eine Textbox auf, das blinkt hier dann so. Dann geht ihr hier auf Schrift, Sonderzeichen, Marken und aktuelle Seitenzahl. Dann werden wir das hier zentrieren, wählen das einmal kurz aus, schieben das ein bisschen zusammen und schauen, dass wir es anpassen. Genau, schieben das hierher und das Ganze machen wir jetzt halt auf der anderen Seite auch. Steuerung C, Steuerung V, kopieren und einfügen. Genau, dann haben wir hier schon unsere Seitenzahlen. Was wir jetzt machen können, ist folgendes: Wir können die Seiten individuell gestalten oder wir können jetzt halt die Masterseiten gestalten.
Und das machen wir jetzt erst einmal. Wir ziehen uns, wir wollen jetzt zum Beispiel einen schönen Hintergrund über alle Seiten haben. Das heißt, ich ziehe mir hier zum Beispiel aus meiner Library ein Mandala raus. Und okay, das ist ein wenig zu klein. Ziehe ich mir raus und dann machen wir das Ganze mal sehr groß und schauen, dass wir das hier in der Mitte platzieren. So, das war's schon sozusagen. Wir können hier mit Rechtsklick und Anzeigenleistung auf hohe Qualität gehen. Dann sehen wir, wie das im Endeffekt, ja, wie die Qualität dann im Endeffekt einen Druck aussieht. Das wäre allerdings jetzt zu dick. Ja? Das heißt, wir wählen das Ganze aus und gehen hier auf die Deckkraft und setzen die Deckkraft jetzt auf, sagen wir mal, 15%. Genau. Jetzt gehen wir nochmal auf Seiten und schauen uns das an, wie das auf unseren Masterseiten aussieht. Jetzt sehen wir schon, okay, schaut schon ganz gut aus, aber das steht ja alles hier raus. Ne? Der Schein trügt, denn es ist nicht wirklich so, wenn wir es auf W drücken, dass wir die Druckansicht erhalten, dann sehen wir, okay, das wird dann hier gecuttet sozusagen. So würde es dann im Endeffekt aussehen und man kann das hier heraus bei den Seiten auch nicht nachbearbeiten. Da müsste man dann wieder in die Masterseiten reingehen und das Hintergrundbild ändern. Und wenn wir die Seiten jetzt zum Beispiel kopieren würden, dann würde das auf jeder Seite genauso ausschauen und die Seitenzahlen würden sich dann auch ändern. Das Ganze kann man natürlich noch irrsinnig aufwendig gestalten oder mehrere Bilder reinnehmen mit schönen Rändern etc. Was ihr aufpassen müsst, ist natürlich Folgendes, was den Content angeht. Der Content muss immer hier drin sein. Das heißt, wenn ihr etwas reinschreibt oder sowas, darf das nicht hier rausstehen, sonst wird es rejected. Alles, was Hintergrund ist und es wird von KDP relativ leicht erkannt, das da zum Beispiel ist ein Hintergrund. Ja? Und das wird als solcher gesehen, es wird hier einfach abgeschnitten. Das ist absolut kein Problem. Aber hier habt ihr irrsinnige Möglichkeiten, damit ihr euer Buch nochmal richtig ja, von der Konkurrenz abhebt, denn die wenigsten von den Büchern sind mit Bleed, die was wirklich bis zum Rand rausgedruckt sind. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch Folgendes machen: Ihr geht hier in die Masterseiten rein, löschen wir das Ganze einmal raus und ihr zieht hier zum Beispiel eine Box auf und macht die Box zum Beispiel komplett schwarz. Na, dann wird das hier auch komplett so gedruckt. Das heißt, hier ein kleiner Rand wird abgeschnitten und hier könnt ihr dann euren Content reinschreiben und das wird dann auch hier auf den ganzen anderen Seiten ganz normal übernommen. Das heißt, ihr könnt hier super cool designen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Malbücher macht, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, auch wenn ihr es Bleed anhabt, dass ihr euch hier raus nicht bewegt. Denn ja, um negativen Kundenrezessionen vorzubeugen, sollte man nicht die Mandalas zum Beispiel hier, wenn man jetzt hier aufzieht, hier raus designen. Denn hier wird immer ein kleines Stück trotzdem abgeschnitten und es schaut dann richtig scheiße aus, vor allem für den Endkunden, wenn das hier abgeschnitten ist. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass ruckzuck schlechte Rezessionen auf eurem ja, Buch drauf sind und das dann wieder im Nirvana versinkt. Generell muss man hier immer aufpassen, dass man wirklich, ja, nur so als Tipp, keine Fehler macht. Seid eher perfektionistisch, wenn ihr Low Content produziert. Schaut euch die Konkurrenz an und was hat der Kunde, der Endkunde sozusagen, an den Konkurrenzbüchern auszusetzen. Lest euch das ganz genau durch, ja, was sie auszusetzen haben und vermeidet die Sachen, damit ihr eben nicht selber in das Fettnäpfchen reintretet. Gut, das war's für das Video. Bleed eigentlich relativ eine einfache Geschichte, allerdings eine super Möglichkeit, um euch wirklich von der Konkurrenz abzusetzen, ja, und langfristig auch mit euren Büchern erfolgreicher zu sein. Gut so, schreibt es mir gerne drunter in die Kommentare. Wie findest du jetzt das Video? Gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.